Hallo liebe Waage, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Was ist momentan bei Waage los, bitte? Der Narr. Endlich. Befreit von etwas. Endlich, Waage, hast du es geschafft, hier etwas, das dich immer wieder runtergezogen hat, loszulassen. Endlich bist du befreit davon. Ja, du hast da keinen einzigen Zweifel mehr daran, dass das der richtige Schritt hier war. Ja, mit der Nullkarte hier, dem Narren, machst du oder öffnest du dich all diesen unendlichen Kombinationsmöglichkeiten der restlichen 77 Karten hier. Ja, so dieses komme, was wolle oder so dieses ab, jetzt kannst du noch besser werden. Das ist der Narr. Nullkarte hier, bist auch sehr offen für Neues. Kannst auch oder auch ein bisschen riskant drauf sein, risikofreudig drauf sein, ja. Ich sehe dich hier neue Pläne entwickeln, Anmeldungen, plötzlich kommt da dir irgendetwas in den Sinn und du findest doch, ich will programmieren lernen, meldest dich einfach an bei einem Kurs. Plötzlich, oder du läufst da an der irgendwo entlang und dann siehst du irgendein Gesicht und findest, hey, ist mir sympathisch und sprichst diesen Menschen an. Also da bist du sehr, oder du bist da momentan mit einer sehr offenen Brust in der Welt unterwegs. Okay, endlich hast du etwas zurücklassen können. Ja, die Nahkarte ist, wie gesagt, die erste große Arkana. Vor der Nahkarte findet die Weltkarte statt. Die Weltkarte ist so dieses, ah, das ist die Lektion. Deswegen ist das und das passiert. Das und das und das ist der Platz von diesem Subjekt, von diesem Menschen, von diesen Geschehnissen in meinem Leben. Okay, ich habe jetzt dies und jenes gelernt draus. Ah, Lektion gelernt, Abschluss, Neustart. Gut. Da hat irgendetwas sehr lange keinen Sinn ergeben für dich, Waage. Und jetzt macht es Sinn. Jetzt, da es Sinn macht, kannst du auch sagen, okay, ich habe jetzt die Erkenntnis, jetzt kann ich da abschließen und mit dem Narren hier, ja, springst du auf. Okay. Zwei der Münzen hier. Juhu. Hast hier zwei Möglichkeiten, zwischen denen du auswählen kannst. Okay. Zwei der Münzen heißt nicht irgendwie zwei Projekte, die bis zum Deadline erledigt sein müssen. Zwei der Münzen bedeutet auch nicht irgendwie Auto kaputt, Mofa kaputt, beides muss repariert werden. Zwei der Münzen sind positive Münzen, das sind zwei Gelegenheiten. Dieser Kurs oder dieser Kurs, diese Ausbildung oder diese Ausbildung, diese Person oder diese Person. Okay, ich sehe dich hier gar nicht zweigleisig fahren mit der Nullkarte. Ja, beginnst du eh Single hier. Es geht hier mehr darum, dass du deine Option abwiegst. Jene, die hier momentan keine Option haben, es kommt. Ja, wir haben hier das Unendlichkeitszeichen hier vom Magier und der Magier ist die Folgekarte auf den Narren. Es kommt hier der Punkt, wo das Universum dich fragt, so, Waage, jetzt da du hier offen bist für alles. Sag mir mal, wofür genau du offen bist. Ja, welchen Weg genau wählst du jetzt? Hm? Okay. Welchen Weg, welchen Menschen? Der Eremit. Das ist nicht deine Energie. Das ist nicht deine Energie. Ich habe hier mit dem Eremiten, habe ich hier eine außenstehende Person. Irgendwo Mond, Venus, Aszendent, Sonnenzeichen ist hier Jungfrau drin. Dieser Mensch kommt hier aus der Kraftkarte heraus. Okay? So wie du hier etwas abgeschlossen hast und zurückgelassen hast, so geht es bei diesem Menschen darum, dass er sich hier endlich etwas aufarbeiten konnte, sich davon heilen konnte. Das ist noch nicht so weit wie du. Du bist da schon weiter. Lass mich hier ein Beispiel bringen. Zum Beispiel wart ihr beide in der Bibliothek. Es ist schon so, dass ihr gemeinsam was erlebt habt, aber ich gebe jetzt mal ein anderes Beispiel. Ja? Ihr zwei seid in einer Bibliothek gewesen, da habt ihr da ein Buch hervorgeholt, ein zweites Buch, ein drittes Buch, habt das alles angeschaut und dann kam die Bibliothekarin und hat euch gesagt, hey, so könnt ihr das nicht machen, ihr könnt nicht einfach alle Bücher da rausholen, ja, nehmt Buch für Buch raus. Okay? Ist eine blöde, ja, sowas, ja.
Und das hat euch dann beide traumatisiert, zum Beispiel. Dann hast du mit der Kraftkarte verarbeitet, mit dem Eremiten dir Gedanken darüber gemacht, was das jetzt für dich bedeutet, 10. große Arkanerat des Schicksals, hast dein Leben dann so umgekehrt, dass nie wieder eine Bibliothekarin so mit dir reden kann, 11. große Arkaner, 12, 13, 14, 15, oder bist besessen damit, das zu lösen, 16, Turmkarte, Befreiung davon, 17, 18, 19, 20, 21. große Arkaner. Ah, diese Bibliothekarin kam in mein Leben, um da etwas mir zu lehren, damit ich da etwas draus verstehe. Das und das habe ich draus verstanden. Ah, ich kann ja wieder bei Null anfangen. Oder das ist die Lektion dazu. So muss ich, oder ich muss jetzt, so und so muss ich generell mit Menschen umgehen, damit sie gar nicht erst mich blöd anmachen in der Bibliothek und, und. Dein Gegenüber ist hier erst an jenem Punkt, wo er sie sagt, es tut mir nicht mehr so weh, dass die Bibliothekarin so mit mir geredet hat. Okay? Es sind verschiedene Zeitschienen hier. Du bist hier generell fertig mit der ganzen Sache. Nee, es geht hier nicht um die Bibliothek bei euch beiden, es geht um euch beide. Du bist hier generell fertig damit. Und bist hier schon bei ganz was anderem. Dieser Mensch fragt sich hier immer noch, wie man das Ganze hier zum Guten wenden könnte. Okay. Kein Kontakt, hä? Man sieht's. Urteilskarte. Ritter der Schwerter. Dieser Mensch wird hier wissen wollen, was nun los ist zwischen euch beiden, und du wirst diesem Menschen hier ein Lied vorsingen. Das ist die Urteilskarte, das ist das, was ich beschrieben habe, dieses Ah, das ist los. Und dann singst du sozusagen dein Lied, deine Erkenntnisse, das, was du jetzt mittlerweile gelernt hast, mit der nächsten Karte, große Arkana, Weltkarte, schließt du ab und mit dem Narren sagst du, ah, ich bin fertig damit. Ritter der Schwerter, da kommt Kommunikation auf dich zu. Ich habe hier diese Vögel, die hier eine Nachricht ankündigen. Könnte sein, dass du hier in nächster Zeit vermehrt mit Zeichen konfrontiert sein wirst. Links und rechts. Links. Ja, schau mal, beobachte mal deine Umgebung ganz genau. Könntest so kleine so wie Lichter sehen. Okay, jetzt medizinische Probleme ausgeschlossen, könntest du hier und da so irgendwie Staub vorbeifliegen sehen oder so kleine Lichtchen oder ähnliches, ja, mach dich auf das gefasst, sobald du das siehst, wird hier die Nachricht angekündigt, Ritter der Schwerter, dieser Mensch wird hier, sobald er sie hier Klarheit darüber hat, wie es weitergehen wird, Kontakt zu dir aufnehmen wollen und dann hier mit dir besprechen wollen, wie es weitergehen soll, und du wirst diesem Menschen ein Lied vorsingen. Das Lied, das du hier eingeübt hast für diesen Menschen. Okay. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber hier vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite, und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.